Frau Wiesheider, wie würde in Österreich aussehen? Wie würde. Ich stelle die Frage noch einmal, vielleicht kann es irgendwie. Herzlich willkommen bei Moment mal. Wir greifen jede Woche aus der Informationsflut ein spannendes Thema heraus und diskutieren es. Konstruktiv und ganz ohne Streiterei. Mein Name ist Amita Pressel und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Zu Gast heute sind Dr. Alexandra Wiesheider. Sie ist Forstwirtin bei der österreichischen Bundesforste und leitet das Biosphärenpark-Team im Forstbetrieb Wienerwald. Hallo. Sowie Herr Dr. Marc Olebs. Er leitet die Abteilung für Klimaforschung am ZAMK, an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Hallo. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe, das sind Ausdrücke, die uns bereits jahrelang begleiten und beschäftigen. Und während die Wissenschaft und die Politik fieberhaft nach Lösungen suchen, gibt es immer noch eine kleine, aber laute Minderheit, die der Meinung ist, das sei alles Hysterie. Übertreibt die Wissenschaft vielleicht einfach? Und wie stark sind wir in Österreich bereits betroffen? Das sind die Fragen, die uns heute beschäftigen werden. Bevor es ins Thema geht, gibt es wie immer unsere Aufwärmrunde. Das ist der Emoji-Word-Rap. Der funktioniert so. Nachdem die Sendung ja immer am Ende der Woche herauskommt, lassen wir immer die Woche ein wenig Revue passieren. Das heißt, ich lese Ihnen die fünf prominentesten Schlagzeilen dieser Woche vor. Die kennen Sie bereits, die haben Sie bereits gehört, gelesen. Aber ich möchte gerne, dass Sie mir verraten, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie die Schlagzeile zum ersten Mal gehört, gelesen, gesehen haben. Und zwar, indem Sie diese Schlagzeile ganz einfach mit einem der Emojis bewerten. Klingt das logisch? Mhm. Ja. Super. In Österreich kehren die Masken zurück. Lebensmittelgeschäfte, Banken und Postfilialen darf man ab Freitag, den 24. Juli, nur noch mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Gut. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket aus Corona-Hilfen und neuem Budget geeinigt. Das Finanzpaket ist das größte in der Geschichte der Europäischen Union. Also, genau. Was Positives. Ja. Ich tue in Diagonal, ja. Gut. Es könnte noch größer sein. Gut. Anders konstruiert. Nach den Konjunkturbelastungen durch die Coronavirus-Krise soll Österreichs Wirtschaft laut Prognosen übernächstes Jahr auf einen soliden Wachstumskurs zurückkehren. Die Arbeitslosenrate wird sich von mehr als 10% heuer aber nur langsam zurückbilden. Einigkeit. Die Corona-bedingten Verordnungen waren zum Teil gesetzeswidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Nicht verfassungskonform war das Betretungsverbot für Geschäfte mit einem Kundenbereich von mehr als 400 Quadratmetern. Und auch die Verordnung über das Betretungsverbot für öffentliche Orte ist teilweise verfassungswidrig. Neutral und böse. Und zuletzt, schwere Hagelunwetter haben am Dienstag neuerlich massive Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Es sind vor allem Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark betroffen. Der Gesamtschaden wird auf 4 Millionen Euro geschätzt. Und wieder einig, und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Fakt ist, dass die Treibhausgase, die der Mensch seit der Industrialisierung freisetzt, das weltweite Klimasystem verändern. Aber Fakten scheinen in dieser Diskussion und um dieses Thema herum nicht mehr allzu viel zu zählen und stattdessen ist diese eigentlich wissenschaftliche Fragestellung längst zum Politikum geworden. Und das Thema Klima scheint fast zu einer Glaubensfrage verkommen zu sein. Ich möchte mich zunächst und besonders heute auf ein paar Aussagen konzentrieren, die bei uns im Krone-Forum sozusagen in der oder in einer anderen Form immer wieder auftauchen. Es sind immer wieder dieselben Themen und dieselben Argumente, die herumschwirren und diese Missverständnisse würde ich gerne aufräumen ein wenig. Ich möchte gerne beginnen mit dem grundsätzlichen Unterschied zwischen Wetter und Klima. Wir bekommen da immer wieder Kommentare, also ein User schreibt zum Beispiel, da hat es seit Wochen kühle bis angenehme Temperaturen hier in Österreich und ich höre täglich von einer Hitze. Florian 1 schreibt, wo ist denn der heiße Sommer? Ich bin schon lang genug auf der Welt, um sagen zu können, es gab schon immer heiße Sommer. Und so in die Kerbe schlagen ganz, ganz viele Kommentare. Herr Olefs, was stimmt denn an diesem eigentlich logisch klingenden im ersten Moment Rückschluss nicht? Dass man sagt, nach meinem eigenen Empfinden ist es nicht heiß und deswegen kann die Sache mit dem Klimawandel nicht ganz stimmen. Können Sie da dieses Missverständnis aufklären? Also die einfache Antwort ist, dass der Mensch eine wunderbare Sensorik für das hat, was er in dem Moment empfindet und das ist eben Wetter. Klima definiert sich aus dem langjährigen, meist 30 oder mehr Jahre Mittel eben dieses Wetters
Und für genau das hat der Mensch eben keine gute Sensorik, kein gutes Empfinden. Und es ist klar, dass in den letzten 30 Jahren sich Klimaänderungen abzeichnen. Richtig, die globale Mitteltemperatur der Erde ist seit den 1900er Jahren um 1 Grad gestiegen, in Österreich in dem Alpenraum um 2 Grad, mit weiteren Folgen wie ein Anstieg der Hitze und gesundheitsbedingten Problematik, Probleme in der Land- und Forstwirtschaft, auch aufgrund von zusätzlicher Trockenheit und auch einer Zunahme von kleinräumigen Starkniederschlagsereignissen und Bezug auf den Tourismus auch langfristige Abnahme der Gletscher, des Permafrosts, aber auch der saisonalen Schneedecke. Heißt also, der Mensch ist einfach schlecht darin, sozusagen sich zu merken und hier Mittelwerte auszurechnen, wie es über die letzten 30 Jahre war. Und ein kälterer Sommer heißt noch nicht, dass es keinen Klimawandel gäbe. Frau Wiesheider, ungefähr die Hälfte Österreichs ist bewaldet. Schauen wir uns das im Wald an. Ist der Sommer 2020, dieser angeblich kühle, eher nasse Sommer für die Wälder und die Forstwirtschaft, ein ganz normaler bisher? Eigentlich war der Frühling das Extreme bisher für uns im Wald. Wir haben gemerkt, dass wir eine sehr lange Trockenperiode hatten, März, April, wo eigentlich kaum ein Regen gefallen ist, zumindest im Wienerwald, für den Wienerwald kann ich das sagen, wo ich auch tätig bin. Und das hat natürlich zu einem großen Trockenstress auch bei den Bäumen geführt. Also wir tun uns relativ leicht, uns zu erinnern, weil wir sehen es sozusagen an den Bäumen, was sie durchmachen und wie sie dann auch, wenn sie gestresst sind, einfach weniger resistent sind für Schädlinge. Und wir haben auch eben in Gebieten, wo bisher verschiedene Baumarten keine Probleme hatten, durchaus massive Schäden auch. Trocken, also wenn man sagt, ein Baum ist gestresst, das klingt für den Laien ein wenig, das kann man sich nicht ganz vorstellen. Ja. Was bedeutet das? Was heißt Trockenstress? Trockenstress heißt einfach, dass durch die fehlende Feuchtigkeit von oben, die sich dann natürlich auch in der fehlenden Feuchtigkeit im Boden manifestiert, der Baum einfach kein Wasser hat und der Baum, jede Pflanze benötigt dringend Wasser. Man kann sie auch selbst sehr gut erkennen, wenn man in den Garten schaut und schon merkt, dass es einfach sehr warm ist und zusätzlich auch sehr trocken, dann, dass die Pflanzen einfach viel mehr Wasser brauchen. Im Garten kann man gießen, im Wald kann man das leider nicht machen. Und deswegen hat der Baum eben Probleme, diese Zeit auch zu überdauern, vital. Heißt, dieses Jahr war es für die Wälder, besonders im Frühling, das Extrem. Der Sommer war bisher... Der Sommer war dann eigentlich bisher jetzt relativ feucht. Ja. Also sozusagen, nachdem diese Trockenperiode mal durch Regen abgelöst worden ist, Gott sei Dank relativ langsam beginnen. Schlimm ist es dann auch, wenn es nach so einer Trockenperiode gleich mit einem ganz starken Niederschlag losgeht, sodass der Boden das eigentlich gar nicht aufnehmen kann. Das ist gescheiter, es beginnt langsam und regnet dann dauerhafter. Also insofern war der Sommer für uns bisher eigentlich eher eine Erholung. Mhm. Ja. Ich möchte noch eine Sache klarstellen, die Sie bereits angesprochen haben. Sie haben gesagt, seit 1900 ungefähr haben wir also weltweit 1 Grad Temperaturanstieg, in Österreich waren es 2. Da sagen auch immer wieder, also auch bei uns im Forum Kommentatoren, aber allgemein Gegenstimme hört man, die sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm, es sind ja nur ein paar Grad. Beispielhaft schreibt Peter S. bei uns im Forum, bei der sogenannten Erderwärmung geht es nicht einmal 2 Grad. 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der systematischen Messungen im Jahr 1880. Da war es ca. 1,1 Grad wärmer als in vorindustrieller Zeit. Jetzt gibt es ja auch das Pariser Abkommen zum Beispiel, dessen Ziel es ist, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und daran orientieren sich auch die österreichischen Bundesforste. Für Laien oder Nicht-Klimaforscher klingt das vielleicht sehr wenig. Woher kommen eigentlich diese 1,5 Grad und warum haben so wenige Grad so eine große Auswirkung auf das Klima? Weil ob es jetzt draußen 24 oder 25 Grad hat, das spürt man eigentlich, wenn man rausgeht, nicht so wirklich. Warum ist das für das Klima so wahnsinnig wichtig? Also man muss immer aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das Pariser Klimaabkommen, das darauf abzielt, die globale Erderwärmung auf 2 Grad oder noch besser 1,5 Grad zu begrenzen. Dieses Temperaturlimit bezieht sich auf vorindustrielle Zeit, also auf die Periode 1850 bis 1900. Von diesen 1,5 bis 2 Grad haben wir derzeit fast 1 Grad schon erreicht. In Österreich haben wir eben und im Alpenraum einen doppelt so starken Temperaturanstieg, nicht weil die Alpen sensibler oder sensitiver reagieren, sondern weil sich Landmassen einfach stärker und schneller erwärmen als die thermisch trägeren Ozeane. Und eine globale Mitteltemperatur ist immer ein Mittel aus Wassertemperatur und Landoberflächentemperatur. Das eigentliche Problem am Klimawandel sind aber eigentlich die Folgeprozesse, die aufgrund von dieser steigenden Lufttemperatur und aufgrund von den häufiger auftretenden Extremwetterereignissen ausgelöst werden. Denn dieser Temperatureinstieg geht trivialerweise auch einher mit einer steigenden Zahl an Hitzetagen und heißen Nächten.
Wir wissen, dass dies beträchtliche gesundheitliche Folgen hat. Wir hatten in 4 der letzten 7 Jahre mehr Hitze als Verkehrstote. Wir wissen, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Übersterblichkeit und dem Anstieg der Hitzetage. Die Produktivität unserer Arbeitskräfte sinkt mit steigender Hitze und das Wohlbefinden, das kennt jeder vom schlechten Schlaf in einer heißen Nacht, sinkt ebenfalls. Wenn dann auch andere Dinge eben wie Trockenheit oder auch Starkniederschlagsereignisse hinzukommen und global gesehen das größte Problem, nämlich der Meeresspiegelanstieg, der auch weltweit gesehen dann für Ernährungssicherheitsprobleme sorgt und Probleme bei der Wasserversorgung, wo nämlich ein 0,5 Grad mehr oder weniger auf globaler Basis 10 Zentimeter Meeresspiegelanstieg mehr oder weniger ausmachen, wo dann plötzlich 10 Millionen Menschen mehr oder weniger von der Fragestellung der Ernährungssicherheit betroffen sind, dann wissen wir wirklich, dass eben dieses halbe oder dieses 1 Grad Temperaturanstieg wirklich massive Konsequenzen hat. Es geht immer um Gefährdung und um Kosten. Und wir wissen auch für Österreich, das hat eine Studie vor vielen Jahren der Universität Graz gezeigt, dass die Folgekosten des Klimawandels deutlich höher sind als die Kosten, die wir jetzt in Anpassungs- und Reduktionsmaßnahmen der Treibhausgase stecken. Vielleicht konkretisieren wir das noch einmal. Sie haben jetzt schon einige Dinge genannt, so vielleicht diese gesundheitlichen Folgen kann man sich vielleicht noch am ehesten ganz direkt und ganz konkret vorstellen. Die sind in Österreich bereits Realität. Sie haben gesagt, in vier der letzten 7 Jahren gab es mehr Hitzetote als Verkehrstote. Das ist jetzt ganz drastisch. Wo ergeben sich denn diese Kosten noch? Aus der geringeren Produktivität, aus der Landwirtschaft nehme ich an, dass da ein Teil dieser Kosten entsteht. Aber wo kommen diese zusätzlichen Kosten für Österreich aus dem Klimawandel her? Ja, die Kosten sind in allen Sektoren zu finden. Bei der Landwirtschaft aufgrund von Ernteausfällen, beim Wintertourismus, beim schneeabhängigen Wintertourismus aufgrund von Schwierigkeiten eben mit der Vorhandenheit des Schnees, bei dem Punkt Dürre eben, dass man enorme Kosten auch bei der Forstbewirtschaftung investieren muss, um Borkenkäfernester frühzeitig zu erkennen, das Schadholz aus dem Wald zu entfernen. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung an der Thematik, dass es eigentlich sektorübergreifend ist und deswegen ist die globale Erwärmung auch das nicht nur globalste, sondern auch langanhaltendste gesellschaftliche Problem, was wir haben. Und das sind Kosten, die wir jetzt heute schon in Österreich zum Teil zahlen. Richtig, also die vorhin angesprochene Studie ist zu dem Schluss gekommen, dass wir bereits jetzt ca. 2 Milliarden an Klimafolgekosten pro Jahr haben. Das wird steigen auf 5 bis 6 Milliarden bereits Mitte des Jahrhunderts. Und all dieser Klimarisiken und diese Kosten sind wirklich abhängig mit der Menge an Treibhausgasen, die wir in der Zukunft in die Atmosphäre blasen. Und auch wenn der Klimawandel an sich unumkehrbar ist, zumindest auf menschlicher Zeitskala, weil die Treibhausgase so lange in der Atmosphäre bleiben, dann definiert sich der weitere Grad an Erwärmung und dieser Risiken durch die weiteren Emissionen. Und die können wir kontrollieren. Und deswegen wäre es eben so wichtig, drastisch und global zu handeln. All das also nur wegen diesen 1-2 Grad sozusagen, die Erde jetzt wärmer ist als in der vorindustriellen Zeit. Frau Wiesheider, warum ist diese 1,5 bis 2 Grad Grenze für die Wälder spezifisch von Bedeutung? Warum orientiert sich auch die österreichische Bundesforste daran in ihrer Zukunftsplanung? Wir merken eben durch diese Erwärmung, dass wir vor allem bei den Niederschlägen sehr unregelmäßige Zeiträume haben, wann diese stattfinden. Früher gab es eben regelmäßige Niederschläge, es gab auch einen regelmäßigen Winterniederschlag, der dann auch für eine dauerhafte Feuchtigkeit, also als Schnee im Boden gewirkt hat. Das gibt es jetzt in vielen Gegenden auch nicht mehr. Wenn die Niederschläge kommen, kommen sie sehr punktuell und dann meistens zu heftig. Noch dazu müssen eben die Bäume im Wald sehr lange Hitzeperioden teilweise durchhalten über die Sommermonate, wo überhaupt kein Niederschlag ist, beziehungsweise eben es sehr heiß ist gleichzeitig. Und das merken verschiedene Baumarten unterschiedlich. Es gibt, so wie der Kaktus mit weniger Feuchtigkeit und größerer Hitze leichter zurechtkommt als eine Glockenblume, genauso geht es unterschiedlichen Baumarten hier ganz unterschiedlich. Viele reagieren eben, gerade die an unser bis jetzt geltendes Klima angepasst waren, eben auf diese Trockenheit sehr empfindlich und werden in manchen Gegenden vermutlich zurückgehen bis verschwinden. Andere werden kommen, beziehungsweise auch forciert angepflanzt werden. Und aus diesem Grund ist das für uns eben auch sehr spürbar. Aber die Bundesforste ist schon am Planen sozusagen. Das heißt, ja. Sie gehen schon davon aus, dass wenn die Welt sich an diese 1,5 bis 2 Grad hält,
dann haben Sie bereits einen Plan erstellt, wie die Wälder in Zukunft sozusagen sich auf diese neuen Gegebenheiten, wie sie angepasst werden sollen, wie sie neu bewirtschaftet werden sollen. Ja, wir haben schon vor mehr als 10 Jahren jetzt mittlerweile auch Forschungsprojekte mit der Universität für Bodenkultur durchgeführt, wo wir versucht haben, unterschiedliche Klimaszenarien auf unsere Wälder simuliert wirken zu lassen im Computer, wo sich eben gezeigt hat, welche Bestandestypen, damit meine ich jetzt welche Baumartenzusammensetzung, also wie ein Fichten-Tannenwald auf einem bestimmten Standort reagiert, und daraus unsere Schlüsse gezogen und versucht, alternative Behandlungsmaßnahmen zu erarbeiten, die wir jetzt eben auch schon seit einiger Zeit anwenden. Ich möchte mir noch eines ansehen, nämlich den zeitlichen Vergleich sozusagen. Wir haben ja gesprochen von der vorindustriellen Zeit und dass da sozusagen die ganze Problematik angefangen hat. Wir haben im Forum einen Kommentar bekommen von einem User namens Lowrider, der schreibt: Vielleicht kommen die Wissenschaftler mit der Fülle an Daten nicht klar. Hätte man früher die modernen Möglichkeiten der Erfassung gehabt, hätte man heute vermutlich andere Vergleichswerte. Herr Olefs, ist da was dran? Ja, die Klimaforschung ist ein sehr komplexes Gebiet, weil unterschiedliche Sphären, die Ozeane, die Atmosphäre, die Biosphäre miteinander agieren und man all diese Wechselwirkungen berücksichtigen muss. Das passiert auch bei allen wichtigen Prozessen in den vorhin angesprochenen Klimamodellen, die uns einen Blick in die Zukunft gewähren. Aber mittlerweile ist die Klimawissenschaft so weit, dass sie wirklich die vorhin angesprochenen Szenarien, also wie sich die Temperatur in Zukunft in Abhängigkeit von den Treibhausgasemissionen entwickeln wird, wirklich mit sehr hoher Genauigkeit vorhersehen kann. Natürlich immer unter der Annahme von gewissen Szenarien, das ist klar. Denn all das hängt davon ab, wie sich unsere Technologie, wie sich die Bevölkerungszahl auf der Erde verändert. Aber unter Annahme von diesen Szenarien kann man also sehr, sehr genaue Aussagen treffen. Das wissen wir auch allein aus der Tatsache heraus, dass wir diese Modelle in der Vergangenheit auch vergleichen mit mit Messdaten, wo wir sehen, dass eben dieser langfristige Temperaturanstieg von einem Viertelgrad pro Jahrzehnt, ja, das sind also diese 2 Grad über 150 Jahre, dass genau diesen Anstieg diese Modelle sehr gut wiedergeben und reproduzieren. Wir können nicht das Wetter von einem einzelnen Jahr simulieren in diesen Modellen, aber wir können diesen langfristigen anthropogenen Effekt durch die Treibhausgase sehr gut reproduzieren. So viel also zu den Modellen für die Zukunft. Was mich noch interessieren würde, ist, woher nimmt man eigentlich die Vergleichswerte aus dem Jahr 1850, 1880, 1900? Sind die überhaupt genau? Weiß man überhaupt, dass die damals so gestimmt haben? Oder nachdem ja die Messmethoden noch ganz andere waren und die wahrscheinlich auch die Genauigkeit der Daten eine andere war? Also vor allem die Anzahl, die Genauigkeit war überraschend gut, also schon damals auch von den wichtigsten Messgrößen wie Lufttemperatur oder Sonnenscheindauer. Aber natürlich hat die Anzahl deutlich zugenommen. Genau deswegen gibt man immer neben dem Messwert eine gewisse Unschärfebreite den Daten mit, und all diese Aussagen tätigt man immer nur unter Berücksichtigung von dieser Unschärfe, die sich mit der Zeit natürlich verändert und die jetzt immer kleiner wird. Ich möchte mir noch grundsätzlich ein Thema anschauen, nachdem wir jetzt hier einige Missverständnisse angesprochen haben und auch näher angesehen haben. Sie haben ja beide tagtäglich mit der Thematik zu tun. Warum ist Ihrer Meinung nach dieses Wegerklären, wenn es um die Klimakrise geht, so eine große Versuchung? Weil das macht man ja eigentlich bei anderen Themen tendenziell nicht so stark, wie es beim Klima oft der Fall ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür, Frau Wiesheide? Meine persönliche Erklärung dafür wäre, dass der Mensch prinzipiell ein Gewohnheitstier ist und sich sehr, sehr ungern umstellt, und dass eine Reaktion auf den Klimawandel bzw. ein Begegnen dem und eine Verminderung des Ausstoßes der Treibhausgase durchaus eine Veränderung unseres Lebensstils braucht. Und die hat möglicherweise für viele auch mit einem Abstrich in ihrer Lebensqualität zu tun, von der ich glaube, dass sie gar nicht unbedingt beeinträchtigt wäre, und von einem wirklich auch reflektierten Umgehen mit der Natur, mit unserer Welt. Und das ist etwas, worüber, glaube ich, der Mensch einfach nicht gerne nachdenkt. Und deswegen ist es einfacher oder angenehmer zu sagen, stimmt ja alles nicht, oder auch vielleicht zu sagen, ist eh schon wurscht, weil ich kann jetzt als Einzelperson ohnehin nichts ändern, als jetzt wirklich mal drüber nachzudenken, was ich jetzt selbst an Beiträgen dafür leisten kann, dass es in eine andere Richtung geht. Gibt es denn eigentlich unter Forstwirten, die das ja, es gibt wenige, glaube ich, Berufsgruppen, die so nahe und so im praktischen Sinne die Auswirkungen sehen wie Forstwirte oder Landwirte etc. Gibt es unter Forstwirten Klimaskeptiker?
vermutlich gibt es auch unter Forstwirten Klimaskeptiker. Ich persönlich in meinem Kollegenkreis kenne keine, weil eben viele einfach mit dem Bild draußen leben müssen und auch mit den daraus folgenden Schäden leben müssen. Und insofern ist es für uns sehr offensichtlich, dass hier ein Umdenken längstens schon erforderlich gewesen wäre. Mhm. Herr Olefs, haben Sie eine Erklärung, warum gerade bei diesem Thema so häufig Alternativtheorien sozusagen sprießen, anstatt dass man sich den Daten und Fakten stellt? Ich denke, neben der vorhin angesprochenen Angst vor der Veränderung, was, glaube ich, sicherlich einer der Hauptfaktoren ist, wenn man mal den Vergleich mit der derzeitig vorhandenen Pandemie macht, dann ist es so, dass die Folgen von der Pandemie deutlich schneller sind und die Folgen des Klimawandels deutlich schleichender und träger sind und nicht immer so wahrnehmbar sind, aber halt viel, viel anhaltender und intensiver sind als die der Pandemie, weil bei der Corona-Krise wissen wir, dass wir in spätestens 2 Jahren eine Impfung haben werden. Der Klimawandel ist irreversibel, wir sprechen deswegen von dem CO2-Vermächtnis und wir haben deswegen halt diese Verantwortung für die nächsten Generationen. Denn auch wenn wir jetzt die Treibhausgasausstöße stoppen würden, würde der Meeresspiegel noch über mehrere Tausende von Jahren weiter ansteigen aufgrund von der Trägheit des Klimasystems. Das heißt, es ist einfach sozusagen diese extrem lange Dauer, die es braucht, um hier, dass sich Effekte zeigen und die Tatsache, dass wir nicht sofort auf unsere Klimapolitik die Konsequenzen sehen. Genau, die Kosten fallen jetzt an. Also wenn wir eben gut handeln wollen, dann müssten wir die Kosten jetzt investieren. Die Folgen sehen wir aber erst oder sehen erst die nächsten Generationen und das ist eben eines dieser Verteilungskonflikte, die einfach in der Klimapolitik zu Hause sind. Jetzt haben Sie schon das Wort irreversibel benutzt, also quasi großes Wort. Auch die Bundesforste, Frau Wiesheider, plant bereits mit dieser Klimaänderung. Heißt, Sie rechnen bereits diese 1,5 bis 2 Grad mit ein. Sie rechnen eigentlich fast schon damit, dass man nicht mehr viel stoppen kann, sondern nur noch reagieren. Ist es richtig so? Wir rechnen damit, wie auch schon der Herr Olefs gesagt hat, dass das, was wir jetzt haben, auch in Zukunft uns noch beschäftigen wird. Wir würden aber hoffen, dass es nicht noch mehr wird. Also ich denke, dass es wichtig wäre, jetzt zu reagieren, um Schlimmeres zu verhindern. Dennoch gehen wir jetzt in der Waldbewirtschaftung davon aus, wir müssen ja jetzt auch schon Wälder begründen, die in 100, 120 Jahren stabil, vital sein müssen, dass wir mit diesem Szenario da zu tun haben werden. Wie sehen Sie eigentlich, fangen wir bei Ihnen, Herr Olefs, die Klimapolitik derzeit in Österreich, aber auch in Europa als Klimaforscher, wenn Sie so die Schlagzeilen verfolgen, lesen, was sich da so tut, was denkt man sich da als Klimaforscher? Damit sind wir beim zweiten Problem der internationalen Klimapolitik, nämlich die, dass eigentlich 2 Drittel der Emissionen durch ungefähr 6 Nationen oder Nationenverbünde verursacht werden, die aber ganz unterschiedliche Wirtschafts- und politische Interessen haben. Und die muss man auf einen Nenner bringen. Das heißt, eines der Clues an der ganzen Sache wäre es, sozusagen klimafreundliche Technologien zu entwickeln. Das ist gleichzeitig die große Chance für die Wirtschaft, die im Klimawandel zugrunde liegt. Und diese klimafreundlichen Technologien, die müssen so erschwinglich sein, dass es eben andere Nationen auch haben wollen. Denn dieses Klimaproblem ist nur global lösbar. Wir emittieren derzeit oder die Weltgemeinschaft 35 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Und das geht eben nur, wenn diese Hauptemittenten hier massive Reduktionen einbringen. Und da sind wir nach wie vor leider immer noch in einer sehr nationalen Denkweise, wo also nationale Wirtschafts- und politische Interessen im Vordergrund stehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es solche Dinge wie den European Green Deal gibt, also nationenübergreifende Maßnahmen, die aufeinander abgestimmt sind. Denn dadurch, dass das Klimaproblem sektorübergreifend ist, kann also eine Maßnahme im einen Sektor, die positiv ist, unter Umständen negativ für einen anderen Sektor sein. Braucht also ganzheitliche Lösungen. Ja. Wie sehen Sie das? Ich sehe das sehr ähnlich, dass wir da als Weltgemeinschaft eigentlich nur zusammenarbeiten können, um das in den Griff zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch sehr viel im Reden sind und es schon längst Zeit wäre, etwas zu tun. Und das für meine Begriffe dauert zu lange. Beenden wir vielleicht die ganze Sache mit ein paar warnenden Worten. Was wären denn die Konsequenzen, wenn wir das Thema in den nächsten 5 bis 10 bis 20 Jahren als Hysterie abtun, wenn wir sagen, es sind eh nur ein paar Grad, kann der Mensch eh nichts machen, wird übertrieben, ist Panikmache. Was wäre
Was würde sich dann in den nächsten 10, 20 Jahren abzeichnen, Herr Olefs? Naja, wenn wir jetzt weiterhin nichts tun, dann würden wir eben wissentlich in Kauf nehmen, dass die nächsten Generationen in einer Welt aufwachsen würden, die eigentlich nicht mit der Welt vergleichbar ist, die wir jetzt kennen. Viele Menschen glauben, dass das Klimaproblem noch irgendwie handelbar ist, weil man mit den Extremen, die man jetzt erlebt, also 40 Hitzetage in Wien zum Beispiel letztes Jahr, noch irgendwie ganz gut zurechtkommt. Das Problem an der Sache ist aber, dass wir jetzt erst am Anfang stehen und das, was jetzt extrem ist beim Wetter, Ende des Jahrhunderts bei ungebremsten Treibhausgasemissionen zum Normal wird. Also das Extrem, das heutige Extrem wird zum zukünftigen Normal. In extremen Jahren würden wir dann Ende des Jahrhunderts 60 bis 80 Hitzetage haben, also 2 bis 3 Monate lang Tage mit über 30 Grad. Man kann sich vorstellen, was das für die gesundheitlichen Belastungen und Probleme bedeutet. Wir wollen nicht, dass unsere Nächsten, unsere Nachfahren in dieser Welt aufwachsen. Frau Wiesheider, wie würde ein Österreich, wie würden Österreichs Wälder aussehen in einer Welt, in der wir sagen, macht ja nichts, in der wir nichts tun? Wie sieht die Situation in 20 Jahren aus? Ich könnte mir vorstellen, dass jene Schäden, die wir jetzt eben schon sehr stark spüren, sich massiv flächig ausbreiten würden und dass auch Baumarten, die mit dem jetzigen Klima halbwegs zurechtkommen, dann ebenfalls große Probleme hätten und es vermutlich auch auf manchen Standorten schwierig wäre, überhaupt einen Wald halten zu können, weil einem dann irgendwann die Baumarten ausgehen, die man dort anpflanzen kann. Also ich könnte mir ja, eine Verwüstung sozusagen im Sinne von, dass es einfach zu trocken ist, für Holzgewächse dort zu wachsen, durchaus vorstellen, wie immer dann diese Landschaft aussehen würde. Also weniger bzw. kranke Wälder, mehr Hitzetage, da haben wir noch gar nicht die Folgen für Wirtschaft und für auch für den Tourismus, für den Wintertourismus etc. besprochen. Wir hoffen also dann, dass wir damit ein paar Missverständnisse aufklären konnten, dass damit ein wenig klarer ist, wovon wir sprechen, wenn wir von einer Klimakrise sprechen und dass es nicht unbedingt etwas mit dem Wetter zu tun hat. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und danke fürs Aufklären. Sehr gerne. Vielen Dank. Auch bei Ihnen bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und danke fürs Zusehen.